So, der letzte Container ist auf dem Loader, auf dem Verladefahrzeug und verschwindet jetzt auch gleich im Bauch vom A320. Dann können wir jetzt schon mal die Simulationsrate normal machen und gleich mal die Türen schließen. So, dazu machen wir mal hier Aircraft Doors. So sollte ja gleich die Meldung kommen, wenn wir sie schließen können. Wir haben hier eine Outside Temperature heute von 24 Grad, können ja kurz mal das ATIS abhören, damit wir auch über den aktuellen Wetterstatus hier am Flughafen Gran Canaria informiert sind. So, Boarding completed, dann können wir jetzt auch... Machen wir mal alle Türen zu. Genau, Temperature 24 hat es ja eben gesagt. So. Okay, wunderbar. So, dann jetzt die Before Start Checklist. Dann müssen wir wieder unterbrechen mit dem ATIS und beginnen mit der Before Start Checklist. So, APU fahren wir hoch. Master Switch on und Start. Geht auch direkt mal auf On. So, dann warten wir mal, bis er hochgefahren ist. Mal gucken, ob jetzt in der Zeit, bis wir mit dem Pushback beginnen oder während des Pushbacks noch eine weitere Maschine rausgehen wird. Bin ich mal gespannt. Dass jetzt so irgendwie mit der Zeit gerade so alle Maschinen jetzt hier rausgehen oder so ein paar Maschinen von denen, die jetzt hier stehen. Könnte ja sein. So, APU fährt noch hoch. Ist jetzt bei der Hälfte ungefähr, fast hochgefahren. Genau, wenn wir hier mal kurz gucken bei unserem Flugplan, seht ihr, dass am Anfang erstmal relativ lang geradeaus geht, dann so leicht leichte Rechtskurve und dann fliegen wir eigentlich eine relativ erstmal gerade Strecke die ganze Zeit. Können wir uns ja später nochmal in der Luft nochmal genauer angucken, wo wir heute lang fliegen werden. So, die APU ist da, wir schalten External Power hier auf Off und die muss natürlich noch disconnected werden. So, Ground Services, External Power, disconnected. So, die Seatbelt Signs und No Smoking Signs gehen auf On, beziehungsweise No Smoking ist schon auf On. Die bleiben auf Auto. So, Parking Brake setzen wir. Ist die aktuelle. Haben wir hier sogar mal am Flughafen, am Boden, die den Standardhöhenmesser. So, Beacon On. Wunderbar, dann können wir loslegen mit dem Pushback. Also, Steuerung F12, Prepare for Pushback and Departure, Nose Left, Tail Right und wir machen einen kleinen Engine Start vorm Pushback. So, da kommen Marschaller und Pushback Truck zum Flugzeug. Können wir gleich mal gucken, wo die Air Berlin-Maschine ist. Sollten wir eigentlich sehen, wenn wir dann eingedreht sind. So, dann warten wir mal, bis er das Flugzeug mit dem, beziehungsweise den Pushback-Truck mit dem Flugzeug verbunden hat. So rum ist besser. Wir können ja gerade nochmal hier die Höhe in Meter einstellen. Auf fast 11.000 Meter geht es heute hoch. So, wir können, wo ich gerade sehe hier, dass die Trimmung irgendwie gar nicht passend eingestellt ist. Die können wir schon mal einstellen eigentlich. Das sollte ja sogar irgendwie 0.8 schon ungefähr sein, oder? Können wir uns ja hier auch anzeigen lassen. Flight Controls, das ist jetzt... Wir brauchen nämlich Pitch Trim 0.8 ab, genau, passt so. Dann haben wir den auch schon mal passend eingestellt. Okay, Parkbremse lösen. Wunderbar, wir haben die Freigabe für den Triebwerkstart und beginnen also mit Triebwerk Nummer 2. Los geht's! Wir setzen uns in Bewegung. Und der dreht uns sogar jetzt schon direkt ein. Uiuiui. Ne, ganz schön früh. Hä, kommen wir dann überhaupt noch passend auf die Taxiway-Linie? Weil so nah war die doch gar nicht, oder? Dass er uns so früh schon eindreht? Naja, gut, er muss wissen. Ist die echt so nah? Die ist doch da hinten erst da. Ne, der pusht uns leider nicht ganz passend auf die Taxiway-Linie. Naja, egal. Ah, da hinten ist die Air Berlin-Maschine. Das heißt, wir werden auch erstmal dann relativ lange erstmal geradeaus rollen. So, Engine 2 stabilized. Dann kommt die 1 jetzt noch. Ja. Heute leider nicht ganz passend auf die Taxiway-Linie gepusht, aber egal.
Müssen wir halt nochmal kurz nach links rollen und dann gleich wieder nach rechts auf die Taxiway-Linie. So, wir können die Parkbremse wieder setzen. Heute ein etwas kürzer, schneller Pushback. Aber die Triebwerke sind jetzt auch gleich beide vollständig hochgefahren. Auch gleich beide stabil. Und ihr seht, wir haben heute beim Start eine Triebwerksleistung von 87,4%, weil wir Manual Flex starten. Flex Temperature ist 50 Grad. 50 Grad Celsius. Und genau, dann eine N1-Leistung von 87,4% heute beim Takeoff. So, jetzt sollten wir gleich noch das Handsignal bekommen und dann geht's weiter mit der After-Start-Checklist. Und dann können wir gleich loslegen mit dem Taxiing zur Startbahn. Die Air Berlin-Maschine ist jetzt hinter den Bäumen da verschwunden, da wird wahrscheinlich jetzt auch keine mehr von den beiden vor uns rausgehen. Also irgendwie das Gate verlassen, also wird heute kein Flugzeug vor uns dann noch starten, also irgendwie direkt halt vor uns. Also vor uns schon jetzt die eine Air Berlin-Maschine da, aber nicht das eins, dass wir noch an der Bahn kurz warten müssen. So, sehen wir ihn irgendwo, da muss der... kurz hier bei Co-Piloten. Ah, da ist er. Hand Signal received, dankeschön. So, Engine Mode Selector geht wieder auf Normal. So, geht off, machen wir das kurz mal alles hier aus der Co-Piloten-Ansicht. Geht off. Armen wir. Genau, den haben wir ja schon eingestellt, den Pitch Trim. So, Flight Controls, also einmal Full Left. Full left. Dann Full Right. Full right. Neutral. So, Full Up. Full Up. Full Down. Full Down. Und Neutral. Neutral. Ruder. Und noch das Ruder, genau. Full Left. Full left. Und Full Right. Full right. Und Neutral. Neutral. Genau, wenn ihr jetzt hier mal auf die Uhr schaut, seht ihr, dass wir heute ziemlich pünktlich sozusagen hier das Gate heute verlassen haben. So, also ziemlich pünktlich heute auf Block gegangen sind. So, gucken wir nochmal kurz auf die Door-Page, dass wir auch sehen, dass alle Türen zu sind. Okay, wunderbar. So, erhöhen wir mal die Schubleistung. Und los geht's, Leute, ab zur Startbahn 03 Left vom Flughafen Gran Canaria. So, also erst noch ein bisschen nach links. Auf den Taxiway. So, da wären wir. Geht sofort auf Taxi, sodass die Air Berlin-Maschine scheint schon auf der Startbahn zu sein. So, brauchen nicht allzu schnell zu rollen. No Slide Taxi. Gehen auf Max. So, müssen wir kurz mal gucken, dass auch alles für den Takeoff konfiguriert ist. Passt. Okay, wunderbar. Das war die Taxiing-Checklist. So, und dann rollen wir mal jetzt schön gemächlich in Richtung Startbahn. Die Air Berlin-Maschine sollte jetzt eigentlich bald rausgehen. Zumindest haben wir eben wahrscheinlich die Landing-Lights von dem Flugzeug gesehen, weil wir haben ja eben so diese hellen Lichter gesehen. Das werden sehr wahrscheinlich die Landing-Lights gewesen sein. Genau, und gucken wir mal, ob wir die noch gleich sehen werden. Oder ob die, da geht sie raus, genau. Und rotiert die schon? Uiuiui, die geht aber echt... Oh, die steigt schon früh. Die hat die Bahn schon früh verlassen. Eigentlich dafür, dass die eigentlich ja nochmal eine längere Strecke fliegt als wir. Weil wir fliegen ja heute... Also Salzburg liegt ja eigentlich ziemlich auch an der Grenze zu Deutschland. Also so in Richtung Süddeutschland eigentlich fast. Also ziemlich nah... an Süddeutschland befinden wir uns dann heute. Wenn wir an unserem Zielflughafen angekommen sind. Und die fliegt ja nach Hannover. Also nochmal ein ganz schönes weiteres Stück. Nochmal nach, also ziemlich nördlich nach Deutschland. Also nochmal gut... 200 nautische Meilen mehr. Also wir kommen heute schon so langsam ans Limit von der Strecke, die der A320 fliegen könnte. Ich denke mal, der A321 könnte nochmal, weil der muss eigentlich auch nicht unbedingt länger fliegen können, ne? Kommt halt auf die Treibstofftanks an. Ich weiß gar nicht, der hat, glaube ich, auch nicht unbedingt größere Treibstofftanks. Das weiß ich jetzt aber gar nicht. Naja, egal. So, wir müssen weiter geradeaus, wobei jetzt geht es hier so ein bisschen um die Kurve. Also mal bereit machen, hier einen kleinen Turn zu fahren. Einen kleinen Turn zu rollen. So, einmal rechts und wieder links. Uiuiui, ein bisschen schnell gerade driftet er. Hat sich gerade so angefühlt, als ob das Flugzeug so leicht um die Kurve driften würde.
So, aber es ist echt alles gut verlaufen. Wir sind ziemlich flott heute hier mit den Vorbereitungen durchgekommen. Und ziemlich schnell heute hier alles erledigt. Und das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir hier am Flughafen Gran Canaria sind, ne? Und Salzburg, dass wir mal dann am Flughafen Salzburg sind, ist, glaube ich, auch das erste Mal. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, wenn es schon sehr lange her ist, dass wir mal zum Flughafen Salzburg geflogen sind. Oder von dort aus losgeflogen sind. Aber nicht, dass wir mal nach Gran Canaria oder von Gran Canaria geflogen sind. Das sind wir, glaube ich, noch nie. So, rechts lang weiter zur 03. So, hier haben wir die Feuerwehr vom Flughafen Gran Canaria. So, jetzt sind wir hier auf Romeo 2, wie ihr seht. Und genau, wir rollen jetzt noch zu Romeo 1. Aber bis jetzt hat sich auch kein weiteres Flugzeug mehr gemeldet. So, gucken wir mal, wo haben wir es denn? Was ist das hier? Romeo 1, da rollen wir hin zu dem Holding Point. Können wir eigentlich schon mal zum Tower umschalten. Und die Before Takeoff Checklist machen. Wobei, jetzt muss ich erst das Fenster schließen, dann kann ich die 1 drücken und damit die Before Takeoff Checklist starten. So, halten wir kurz mal hier am Holding Point an und machen das TKS auf TARA und Above. So, machen wir mal alle Lichter an. Die Strobes machen wir es ruhig auf On. Runway Turn Off On, Landing Lights On und Nose Off Take Off. Sind stowed. Wunderbar, so. Dann schalten wir hier mal kurz auf die nächste Seite, dass wir sehen mit den Checklist, wie es da weitergeht. Genau. Und kontaktieren den Tower. Wunderbar, da ist die Freigabe. Dann ab geht's, ab auf die Startbahn. So, da bin ich mal gespannt, wie lange wir heute brauchen werden, wie viel Startbahnlänge wir brauchen werden, bis wir dann genug Geschwindigkeit aufgenommen haben, um starten zu können. So, ihr seht auch nochmal eine Windhose da drüben, hier in der Mitte von den beiden Bahnen. Und wie ihr da auch gut erkennen könnt, starten wir heute auch wirklich so direkt gegen den Wind. Also passt heute wunderbar, hier auf der 03 Left zu starten. So. Dann machen wir kurz nochmal ein bisschen langsamer. Und dann würde ich sagen, sind wir soweit ready für einen Takeoff. Erhöhen den Schub erstmal auf 50% in 1. Gucken, dass die Triebwerke stabil laufen. Das ist der Fall. Dann würde ich sagen, let's go, Takeoff. Takeoff. Manual Flex, SRS and Runway. So, wir drücken gerade noch Chrono, damit der Timer gestartet ist. Dass wir wissen, wie lange wir schon unterwegs sind. Und wir haben die Power schon set. So, gleich 100 Knoten erreicht. Das geht eigentlich recht flott. Boah, es geht viel schneller, als ich dachte. Ich dachte, wir bräuchten viel länger. Wir rotieren ungefähr sogar wie die andere Air Berlin-Maschine. Beziehungsweise wie die Air Berlin-Maschine vorhin. An der Stelle. So, und da geht's ab in die Luft. Nase langsam nach oben ziehen. So. Unter verlassenen Boden. Wobei doch ein bisschen später rotieren wir schon. Gear up. So, Fahrwerk fährt ein. Sehr schön. Guter Start, aber. Na doch, wir sind doch ein bisschen später jetzt rotiert als die Air Berlin-Maschine. Und da würde ich sagen, können wir eigentlich direkt meinen Autopiloten anschalten, da jetzt eh nichts Spannendes hier an Kurven erstmal zu fliegen ist. So, okay, wir haben die Freigabe zum Wechsel. Nehmen wir ruhig mal eine andere Frequenz, wobei wir haben hier nicht viel in der Nähe, dann bleiben wir auf der Frequenz. So, und bleiben auch erstmal bei Manual Flex, bis dann hier Levers Climb Thrust steht. Aber guck mal, wie hier, wir haben echt. Ah, da kommt's, genau. Jetzt hat er nämlich die Climb-Phase eingeleitet, sozusagen. Climb Thrust beschleunigt jetzt auf 250 Knoten und erstmal auf 3000 Fuß steigt er. Bevor er dann später mit dem Climb weitermacht, weil wir jetzt erstmal anscheinend hier nur auf 3000 Fuß steigen dürfen, oder wie? Genau, bei Islet will er nämlich da auf 3000 Fuß sein. Danach wird's dann erst weitergehen mit dem Climb. So. Na, der Start ist auch schon mal gut verlaufen. Und da sind wir schon fast 2 Minuten in der Luft. So, Runway Turnoff geht aus und das Nose Light. Checked. Altimeter. 1, 0, 1, 3.
Okay, wunderbar. Die Checklist ist auch completed. Wir sind jetzt hier kurz mal auf 3000 Fuß. Bleiben mal kurz hier auf circa 900 Metern über dem Wasser. Können eigentlich das Terrain-Display gerade mal anschalten, wobei da eh nur Wasser die ganze Zeit angezeigt wird. Genau, und fliegen jetzt erstmal bis... Ah, da steht jetzt Altitude CST Constant. Vielleicht, dass sie einfach konstant bleibt. Sowas hatten wir aber eigentlich auch schon lange nicht beim Takeoff, dass wir erstmal so auf einer Höhe geblieben sind. Bis nach Islet und dann seht ihr diesen Pfeil da und ab dem wird es dann erst wieder weitergehen. Mit dem Steigflug. Also dann werden wir erst genau unseren Steigflug auf 36.000 Fuß weiter fortsetzen. Ist ja genauso hier auch im Bordcomputer angegeben. Seht ihr hier Islet 3000 Fuß und danach geht es dann über die verschiedenen Wegpunkte weiter bis auf 36.000 Fuß. Und genau, es geht ja heute los hier von den Kanarischen Inseln, Gran Canaria. Hier sind wir letztens, oder beziehungsweise ein bisschen länger ist es schon her, auch mal hingeflogen zu den Kanarischen Inseln, sind ja damals nach La Palma geflogen. Und bei Gran Canaria sagt man ja auch irgendwas wie Las Palmas de Gran Canaria. Ich weiß nicht, wieso man da Las Palmas sagt, oder ich weiß nicht, ob das vielleicht die Hauptstadt ist. Ah, genau, deswegen. Also Las Palmas de Gran Canaria, oder man könnte auch sagen, dass wir heute... Also einmal kann man sagen, wir sind heute von Gran Canaria ausgeflogen, also von der Insel Gran Canaria. Oder man sagt von Las Palmas de Gran Canaria, weil es einfach die Stadt ist hier auf Gran Canaria, von der wir heute sozusagen losgeflogen sind, glaube ich. Also der Flughafen gehört so zu der Stadt oder wie irgendwie sowas wird es sein. Deswegen hört man auch manchmal Las Palmas de Gran Canaria, aber nicht zu verwechseln mit der Insel La Palma, wo wir ja vor kurzem mal, beziehungsweise längerer Zeit ist her, von Tegel ist es, glaube ich, Berlin-Tegel, nach, genau, von wo wir, als wir, da sind wir ja vor einiger Zeit mal von Berlin-Tegel nach La Palma geflogen, in der 737-800 von Air Berlin, genau, und auf La Palma ist ja der Anflug auch so ein bisschen spektakulär, beziehungsweise halt so ein bisschen spannend, herausfordernd, wenn man ja auch nicht einfach so auf die Runway drauf zufliegt, sondern, glaube ich, so eine Kurve fliegt, ne, ein bisschen ähnlich wie Madeira ist das.